Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie man das Volumen von Prismen berechnen kann. Und im ersten Schritt zeige ich euch, wie wir auf die Formel dafür kommen. Und anschließend rechnen wir zuerst ein leichtes Beispiel zusammen und danach noch ein etwas schwierigeres Beispiel. Um auf die Formel zu kommen, gucken wir uns zuallererst mal ein euch bekanntes Prisma an, und zwar den Quader. Dafür kennen wir ja schon die Formel fürs Volumen, nämlich V gleich A mal B mal C. Hieraus lässt sich jetzt auch ganz leicht die Formel für die anderen Prismen ableiten. Und zwar schauen wir uns einmal an, was eigentlich A mal B ist. Hier in der Zeichnung haben wir unten A und B. Und wenn man das multipliziert, erhält man eine Fläche. Und hier bei dem Quader ist das ja die Grundfläche. Die schreiben wir mal mit G auf. Also wir multiplizieren die Grundfläche mit der Seite C. Was ist C hier in dem Beispiel? C geht ja hier nach oben, also ist ja die Höhe vom Quader, beziehungsweise die Höhe von diesem Prisma. Es gilt also für alle Prismen, das Volumen vom Prisma ist Grundfläche mal die Höhe. Und jetzt schauen wir uns mal zwei Beispiele dazu an. Als erstes ein etwas leichteres Beispiel. Hier haben wir die Grundfläche und die Höhe schon gegeben. Die Grundfläche ist hier 30 Quadratzentimeter und die Höhe ist 12 cm. Die Formel, die haben wir ja gerade eben schon aufgestellt. Das Volumen ist gleich G mal H. Und wir brauchen eigentlich nur einsetzen. G ist gleich 30 Quadratzentimeter. Und die Höhe sind 12 cm. Multiplizieren wir das 30 mal 12. Das sind 360 Quadratzentimeter mal Zentimeter. Das sind Kubikzentimeter. Zentimeter hoch 3. Und schon haben wir hier unser Ergebnis. Zum Schluss gucken wir uns noch ein Beispiel am Trapezprisma an. Das Prisma haben wir hier links als Abbildung. Und diesmal haben wir die Grundfläche noch nicht gegeben. Das bedeutet, die müssen wir diesmal selbst ausrechnen. Wir schreiben uns zuerst mal alles auf, was wir hier gegeben haben. Und zwar haben wir hier bei der Grundfläche die Seite A gleich 14 cm. Die Seite C gleich 6 cm. Wir haben die Höhe vom Trapez. H mit einem T ist gleich 5 cm und wir haben die Höhe vom Prisma, die ist 20 cm lang. Wir suchen natürlich das Volumen, aber wir wissen ja, dass wir fürs Volumen auch die Grundfläche brauchen, also müssen wir auch die Grundfläche suchen und auch das Volumen. Zuallererst müssen wir also die Grundfläche ausrechnen. Wie kann man das hier in dem Fall machen? Dafür muss man sich zuerst mal wieder angucken, was für eine Fläche ist das eigentlich? Die Grundfläche hier ist ein Trapez. Also brauchen wir für die Grundfläche auch die Formel für den Flächeninhalt vom Trapez. Wenn wir uns auch nochmal daran zurückerinnern, war das die Formel a plus c geteilt durch 2 mal die Höhe vom Trapez. Gucken wir mal ganz kurz, was wir als gegeben haben. A, c und die Höhe vom Trapez haben wir gegeben, also können wir damit schon die Grundfläche ausrechnen. Wichtig ist, dass ihr euch am Anfang einmal anguckt, ob ihr auch wirklich alle Sachen habt, die ihr zur Flächenberechnung braucht. Ansonsten müsst ihr nochmal in die Zeichnung gucken, ob ihr die fehlende Länge findet. Aber wir haben hier schon alle Längen. Wir setzen ein. A plus C, das ist in dem Fall 14 cm plus 6 cm. Das Ganze geteilt durch 2 mal die Höhe, das sind in diesem Fall 5 cm. Rechnen wir das aus. 14 cm plus 6 cm sind 20 cm. 20 cm geteilt durch 2, das sind 10 cm. 10 cm dann mal 5, haben wir 50 Quadratzentimeter für die Grundfläche. Das war der erste Schritt. Zweiter Schritt auf der rechten Seite. Die Grundfläche haben wir jetzt. Das sind 50 Quadratzentimeter, also können wir jetzt das Volumen berechnen. V für Volumen ist gleich die Grundfläche, großes G, mal die Höhe vom Prisma. Und wir müssen eigentlich wieder nur einsetzen. Die Grundfläche ist 50 Quadratzentimeter groß. Die Höhe ist 20 cm lang. 50 mal 20, das sind 1000. Quadratzentimeter mal Zentimeter sind Kubikzentimeter, also Zentimeter hoch 3. Und das können wir sogar noch umrechnen. 1000 Kubikzentimeter sind 1
Kubikdezimeter. Also ist das Volumen von diesem Trapezprisma hier auf der linken Seite ein Kubikdezimeter. Wenn ihr also die Grundfläche und die Höhe gegeben habt, ist das kein Problem, dann könnt ihr direkt die Formel vom Volumen nehmen und müsst nur die beiden Zahlen miteinander multiplizieren. Wenn ihr die Grundfläche nicht gegeben habt, dann müsst ihr euch erstmal angucken, was für eine Fläche ist das eigentlich und dann zuerst diese Fläche ausrechnen. Wenn ihr das habt, dann habt ihr die Grundfläche von eurem Prisma ausgerechnet und könnt dann wieder die Volumenformel nehmen. Also immer Schritt für Schritt. Das war erstmal alles, was du zum Volumen von Prismen wissen musst und jetzt wünsche ich dir viel Spaß damit.